Ich wünsche euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen jetzt endlich Sons of the Forest. Und The Forest, ja, ich verbinde etwas sehr Besonderes damit, denn The Forest war tatsächlich das erste Let's Play auf meinem Kanal. Das allererste Video überhaupt war The Forest. Weil ich es damals auch schon zur Zeit gespielt hatte, aber ich habe The Forest, die Story, nie durchgespielt. Zwischenzeitlich kam da noch so viel Content zu. Jetzt bin ich auch nicht von Anfang an dabei. Jetzt, ist jetzt schon das erste Update, das nächste kommt in 9 Tagen. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt rein. Wir machen Einzelspieler, normales Spiel und auf normal. Die Musik ist sehr laut. Ich hoffe, das wird da nicht so stören. Aber ich glaube, das Spiel an sich generell ist nicht laut. Es gibt ein Intro, so viel habe ich schon gesehen. Und ich glaube, es gibt einiges mehr, was man so machen kann. Und auch storytechnisch gibt es, glaube ich, einiges mehr. Linke Maustaste, um eine schwere Attacke auszuführen, okay? Eigentlich müsste man auf Deutsch sein, aber da es noch Early Access ist, wird wahrscheinlich vieles nicht funktionieren. Ich glaube, es gibt auch noch einige Bugs und ich weiß auch nicht, ob man es überhaupt komplett durchspielen kann. Aber es gibt ein gewisses Ende, so habe ich das gelesen, für die Early-Version, das man erreichen kann. Und das werden wir versuchen zu erreichen. Doch jetzt kommt das Intro. Puffkorb! Ja, es fängt ja gut an. Okay, können wir gucken? Oh, wir können gucken. Aber nicht wirklich. So ein bisschen hoch runter. Das ist die Insel. Ah, Edward Pofton. Ah. Okay, was haben wir noch? D. Barbara Pofton. Virginia Pofton. Sitemap. Okay. Huch. Leute. Also wir müssen die Puftens finden, die anscheinend auf dieser Insel hier verschollen sind. Ich weiß gar nicht, ist das die Insel aus dem ersten Teil? Ich glaube nicht. Sie soll, glaube ich, sehr viel größer sein. Okay, komm. Zumachen. Fight. Demons. Die Dämonen bekämpfen. Oh oh. Black Hawk down. Komm, mach mal ein bisschen. Wow. Können wir irgendwie retten? Können wir uns irgendwie retten? Das wäre nicht schlecht. Okay, eh. Also sieht ja schon mal gut aus. Ich weiß gar nicht, ob das wieder die Unity Engine ist oder ob das Unreal Engine ist. Die sehen mittlerweile ja beide, also die Unity sieht ja mittlerweile auch richtig gut aus. Was hast du für einen Space-Anzug an? Aua. Oh. Nur im Notfall öffnen. Okay. Oh mein Gott, da lebt noch einer. Okay.
Da blinkt schon der Stock. Den muss ich... Okay, den können wir mitnehmen. Oh, ich habe einen Stock. Wahnsinn. Hier ist ein Koffer. Das hat, nein, du sollst den auf... Oder geht... Ach so. Ah, okay. Wir können Stock auch kaputt machen. Ja, das ist ja... Ich dachte, wir müssen mit dem Stock wieder aufhauen. Es scheint hier alles ganz anders zu sein. Oh, es sieht wirklich wunderschön aus. Oh, ich staune. Ich habe einen Stein. Oh, den kann ich werfen. Kann ich dir helfen? Okay. Oha. Kelvin. Das sieht ja nicht so aus. Geplatzte Trommelfälle oder was? Kannst du nichts hören? Okay, folge mir. Hol Stöcke. Oh, wie geil. Baue Feuer, bleib hier. Mach Pause. Beseitige 5 Meter. Nimm Gegenstand. Folge mir. Er stimmt zu. Ah, wie geil. Wir haben unseren eigenen Kelvin. Ja, Ohr tut weh, ne? Kannst du schon mal sammeln? Ich mach jetzt erstmal hier alle Stöcke auf. Medizin ist wichtig. Was haben wir hier? Flintenlaufgeschoss. Kohle, Faser, irgendwas. Oh, ich habe meinen Stein wieder. Sehr gut. Das sind tote Fische. Okay, Seilrutschen, irgendwas. Plane. Medizin. Okay. Eine Handgranate. C4-Ladung. Handgranate. Mein Gott, sind wir. Also sind ja auch so ein Special-Team irgendwie, ne? Energieriegel. Seilrutschen, irgendwas. Schrotkugeln. Die Mupfel ist da noch. Okay, ich will jetzt nicht weiter den Stein. Ich muss mal gucken. Da ist noch eine Kiste. Ich mach erstmal alle Kisten. Also Medizin haben wir schon mal genug. Können wir aber nicht. Aber wir können die direkt nehmen. Weil hier unten rechts, das Rote müsste mein... Okay. Jetzt wird meine Gesundheit zumindest besser. So, was liegt denn noch hier? Großer Stein. Ja, das müssen wir alles aufsammeln. Auf jeden Fall. Zum Öffnen deines Inventars drücke I. Oh. Füge der Matte Gegenstände hinzu, um sie zu öffnen oder zu kombinieren. Notfallpaket. Fangen wir damit an. Klicke auf die Ausrüstung, um das Notfallpaket zu öffnen. Entfernen. Ach, öffnen. Ah ja. Ausrüsten. Ah, okay. Mit einer Axt kannst du Bäume fällen oder Feinde zerstückeln. Alles klar. Okay, ich sammle erstmal... Kelvin? Ach, da bist du. Okay. Mein Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was soll ich denn überhaupt tun? Warte mal, da war noch mehr drin. Wir haben noch hier dieses tolle Ding. Das GPS-Gerät. C4-Ladung. Leuchtfackeln. Schrotkugeln. Flinten. Laufgeschoss. Energieriegel, die Dinger. Oh, das ist ja cool. Okay. Ah, da haben wir einen Pfeil. Da können wir bestimmt auch einen Bogen finden. Dann haben wir eine Handgranate. Dann haben wir einen Rucksack. Gegenstände hinzufügen. Okay. Stock. Handgranate 1. Okay. Können wir... Warte mal. Können wir den vielleicht... Können wir die irgendwie... taktische Axt? Können wir die irgendwie... Können wir die auf den Shortcut legen oder so? Hier steht 2. Das hat aber nichts. 1, 2. Handbuch. Das ist sicherlich auch noch wichtig. Okay.
Entfernen wir wieder. Oder können wir da... Also ich, was soll ich denn mit dem Stein am Rucks? Ist egal. Okay, GPS-Gerät. Da war doch noch irgendwas drin. Feuerzeug. Okay. GPS-Gerät. Naja. Finde die Paften-Family. Finde Team B03. Lerne die Grundlagen des Bauens. B. Okay. Ah, wir haben drei Markierungen auf der Karte. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Was ist da? Können wir irgendwie reinzoomen? Ich drücke mal erstmal B. Lerne die Grundlagen des Bauens. Okay. Sehr schön. Plane und Stock ist ein Zelt. Plane hinlegen. Stöcker an die Ecke. Einfaches Feuer. Okay, Feuerholz. Stamm und Axt. Axt zerteilen, zerteilen. Feuerholz. Okay. Zelt. Einfaches Feuer. Stock und Feuerzeug. Stöcke zerdrücken, hinlegen, anmachen. Das ist ja easy. Was war das? Verstärktes Feuer. Standfeuer. Hier haben wir noch die Zelte. Feuer. Stock. Strukturen. Aha. Totenkopf. Oh. Verstärkte Strukturen. Waffen interessieren mich. Was haben wir hier? Einfacher Boden. Okay, wir können also wieder sehr, sehr viel bauen. Und Treppe. Rampe. Verteidigungsmauer. Türschloss. Ach du Scheiße. Türschlösser. Ich fange nochmal vorne an. Feuerholz, Seilbrücke, Seil. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, okay, ja, weiß nicht. Ich sammle erstmal ein paar... Oh, Spinni! Ich sammle erstmal ein paar Bäume. Ich würde sagen, dass wir bei den Kollegen da hinten gucken. Ich glaube mit... Ah, guck mal, mit App... Mit Map können wir das ein- und ausblenden. Und L ist wahrscheinlich Leiter, ne? Also, der ist Feuerzeug. Okay, sehr schön. Vielleicht finden wir ja noch Ausrüstung hier, Kelvin. Weg mit euch. Wir müssen natürlich auch Essen finden und so ein Scheiß. Das Problem ist, ich weiß eigentlich fast gar nichts mehr von The Forest. Ach, cool, wir machen so richtig die Spuren im Sand. Vielleicht finden wir was bei unseren Teamkollegen noch hier. Genau, hackt ihm die Augen aus. Können wir eigentlich auch... Okay, dann können wir nichts machen. Ist eine Maske auf. Die will ich haben. Okay, mal sehen. Es gibt so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese Insel erkunden, ob man wohl bis auf den Berg rauflaufen kann da hoch. So, gucken wir mal auf der Karte. So, okay, warte mal. Ne. Können wir irgendwie ranzoomen? Mittlere Maus? Ah, guck mal hier. Da ist anscheinend eine Höhle oder so. Da sind einige Höhlen. Aber guck mal, das ist gar nicht so weit weg da in die Richtung. Und da sind auch andere Punkte. Und hier ist unser Absturzort. Okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Richtung. Ich meine, wir müssen ja eh hier ein bisschen erkunden. Hast du eigentlich eine Waffe? Na, wir gucken mal. Mal sehen, wann wir auf die Ureinwohner treffen hier. Derweil sammle ich schon mal. Ich weiß gar nicht, wir brauchen wahrscheinlich eh einen Unterschlupf oder ein Zelt, damit wir speichern können. Ich sammle einfach mal. Da fällt mir gerade ein, ich glaube mit einem... Lass mal überlegen. Ich glaube mit einem... Oh, guck mal, Plane. Was ist das? Seilrutschen. Seil. Das ist dieses Seilrutschen-Seil. Oh, wir haben sogar ein Messer. Ich glaube mit einem Stein, einem Stock... Und einem Seil, das wir nicht haben, konnten wir so eine große Axt bauen. Das erinnere ich mich noch. Gar viel finden hier. Okay, lassen wir erstmal alles. Ich sammle weiter Stöcke. Und Steine, soweit es geht.
Ich glaube, die brauchen wir auch für ein Feuer. Große Steine, kleine Steine. Ein Seestern. Können wir irgendwie... Ja. Du mich auch. So, die Folgen machen wir jetzt ungefähr eine Stunde, würde ich sagen, immer. Ungefähr eine Stunde. Und es würde mich wirklich freuen, wenn ihr diese Serie mit einem Daumen nach oben immer unterstützen würdet. Also jede Folge. Das würde wirklich helfen, weil es dann besser verteilt wird. Ja. Natürlich nur, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr wollt, dass ich das hier weiterspiele. Ach, guck mal. Was ist denn hier? Ein Lotzen und ein Energy-Riegel. Und können wir auch ducken, ja. Der sieht ja nicht so gesund aus. Ob wir diesen Energy-Riegel wirklich essen sollten? Wasser. Wir sollten uns Wasser besorgen. Ich denke mal, das Blaue unten rechts ist Wasser. Ich verwechsel das jetzt auch immer mit Green Hell. Da durfte man nicht einfach Wasser irgendwo trinken. Aber ich glaube, das ist hier egal. Okay, wir gehen mal weiter. Was? Schildkröten. Ich glaube, die konnte man auch zerlegen, oder? Oh, das... Mehrere Anleitungen im Inventar hinzugefügt. Ja, wir brauchen Fleisch. Oh nein, nicht so essen. Oh, ist doch ekelhaft. Mitnehmen. Mehrere Anleitungen im Inventar verfügbar. Okay. Hier drin dann wahrscheinlich, wa? Neue Anleitung. Modus wechseln, X. Unterkünfte. Rampe. Ist das ein Basisding? Was ist denn jetzt der Modus hier? Baummöbel. Ach, ich glaube, wir können damit... Felspfad. Ich glaube, wir müssen das auswählen und können das dann bauen. Fallen. Ja, wir müssen so ein... Man kann so eine Trockeneinheit irgendwie... Das ist eher die Anleitung, das andere ist der Bauplan. Okay, ich glaube, ich weiß. Ja, tut mir leid, Schildkröti. Ah, ist doch auf 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Wie legen wir denn da fest? Irgendwie auf Rucksack. Rucksack. Anleitung. Granate, eine. Oh, warte mal. Oder müssen wir irgendwie auf G? Muss doch irgendwie einen Shortcut dafür geben. Egal. So, wir gucken mal eben. Wir sind hier und wir müssen... Oh. Ein ganzes Stück auf die Insel. Also es ist schon recht weit. Es ist schon recht weit. Aber wir gehen da jetzt mal hin. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich bald sterben. Warte mal, gab es hier nicht auch noch Beeren oder sowas? Finden wir bestimmt auch noch. Wahrscheinlich werde ich einfach bald sterben. Aber egal. Wir gehen jetzt einfach mal den Strand lang und gucken, was wir hier so finden. Und Stöcke sollten wir mitnehmen. Ah, es sieht ja schon verdammt geil aus. Also das muss ja echt sein. Ach, blau ist, glaube ich, auch unsere Energie. Ist nicht das Wasser, ist die Energie. Okay. Ja, sammeln erstmal. Wie mir einfach hinterher trottet. Oh! Okay. Stoff collected. Kann ich aus Stoff vielleicht Seile machen? Okay, genug Stein habe ich. Stöcke kann ich doch. Ich will es mal mit dem Feuer ausprobieren. Nachher, wenn es dunkel wird. Aber ich weiß nicht, kamen da die Eingeborenen? Gibt es überhaupt Eingeborene? Ich glaube schon. Mal auf die Map gucken. Das ist definitiv die Richtung. Wir könnten jetzt natürlich auch am Strand weitergehen. Aber ich glaube, wir gehen mal, ne, Calvin? Gehen wir mal in den Dschungel rein? Wir sind doch echte Männer, oder? Wir haben doch nicht Angst vor so ein paar... Wilden. Guck mal, hier ist sogar wie so eine Treppe. Hopp.
gucken, ob wir hier hochkommen. Ach, guck mal. Kevin? Du gehst außen rum, ne? Können wir bald einen Steinschleuder bauen, du. So, in Green Hell wäre ich jetzt schon mal voller Blutegel hier. Oh, das ist echt geil. Ah, hier, guck mal. Kann ich die essen? Sieht so aus, ne? Hab ich eingesammelt? Sieht so aus. Warte mal. Heidelbeeren. Oh, sehr gut. Das ist, die kann man essen. Boah, ich dachte, das wäre eine Falle. Ich weiß gar nicht, gibt es hier Fallen? Hier so durch die Luft fliegt. Ist ja fantastisch. Ist mir doch ein bisschen zu dicht hier. Heidelbeeren. Alles voll. Okay. Sollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht können wir uns da einen Heidelbeer-Smoothie mitmachen oder so. Ist auf jeden Fall alles voll. Ah, verhungern werden wir schon mal nicht. Aber was ist das? Lachsbeeren. Kann man die essen? Hey Siri? Ja? Sind Lachsbeeren giftig? Okay, das habe ich online zu sind Lachsbeeren giftig gefunden. Guck mal. Prachthimbeere. Oder auch Lachsbeere ist eine Pflanzenart aus der Gattung. Er kann mich nicht erkennen hier. Jetzt aber. Da. Alaska, nördliches Kalifornien, rosenartig, Beschreibung, Anbau und Verwendung. Ja, also ich würde sagen, kann man Konfitüre, Obstwein, ja, kann man essen. Kann man essen, rein damit. Wir leben noch, okay. Hat funktioniert. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Mehr so in die Richtung. Okay. Kämpfen wir uns erstmal um durch das dicke Stier. Oh, ist schon wieder. Was können wir mit dem Lachs? Können wir die kombinieren? Zu einem Mega-Smoothie. Ach, warte mal. Hier haben wir Flüssigkeit, Hunger, Schlafmangel. Schlafen müssen wir auch irgendwann. Du kannst nicht mehr nehmen. Ja, okay. Vielleicht brauchen wir erstmal einen Überblick hier. Hier oben irgendwie auf diesen Berg oder so. Wir sehen, wo wir überhaupt hin müssen. Vielleicht können wir uns hier mal so eine erste Hütte bauen oder. Ist mir aber eigentlich zu dicht hier. Es ist verdammt weit. Diese Insel ist verdammt groß, wenn ich das mal so sagen darf. Das fällt mir jetzt erstmal auf. Wie soll ich denn hier die ganze Insel erkunden? Ich höre Musik. Oh! Seile! Was ist das? Keine Ahnung, nimm mit. Geld! Coconut Cherry. Oh. Future Bar. Protein from. Der liegt auch schon länger in der Sonne. Okay.
Feldration. Wir werden nicht verhungern. Ist das Blut? Drucker Harz? Neue Anleitung verfügbar. Okay, zumindest gibt es hier Munition. Ah, hier können wir speichern. Alles klar. Day 0 normal. Überspeichern wir mal. Ich glaube, das war mein Test. So, was kann ich dir jetzt sagen hier? Folge mir, hol, baue. Baue, Feuer. Ja. Bau mal ein Feuer. Okay, du brauchst ein Feuer. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Können wir diese Blumen? Pfeil... Was ist das? Pfeilblatt. Okay. Essen kombinieren. Mahlzeit. Rohes Fleisch. Fackel oder Reparaturwerk... Reparaturwerkzeug. Stock, ein Seil und ein Stein. Ein Seil. Stein. Stock. Kombinieren. Ich meine, das wäre die Axt. Tada! Ausrüsten. Wie er einfach drüber steigt. Ja, super. Da ist perfekt. Geil. Bist der Beste. Ja, wie geil. Okay. Sollen wir das aus... Können wir jetzt nicht unser Essen irgendwie dran... Ist natürlich super hier neben dieser Leiche hier. Ich weiß nicht. Jetzt wird es auch schon Abend, ne? Wir sollten vielleicht schlafen. Wir gönnen uns den Schlaf. Wir gucken mal, was passiert. Survivor. Kelvin? Kelvin? Ach, da hinten. Okay. Ja, sehr früh, ne? Wir sollten uns vielleicht tatsächlich eine Fackel bauen. Wie ging das? Irgendwie mit Stoff. Mit Stoff. Und Stock. Bauen wir uns eine Fackel. Okay. Und mit L können wir die anzünden. Sehr schön. Können wir das Wasser trinken? Ist das unbedenklich? Okay. Ja, sieht gut aus, ne? Was ist das? Schnaps? Wodkaflasche. Oh, warte mal. Das wird doch jetzt Tag, oder? Oder wird das eher Nacht? Haben wir irgendwo eine Uhrzeit? Day 2, 6.20 Uhr. Okay. Wir müssen immer noch in die Richtung. Du hast Hunger. Okay, ich verzehre mal hier meine Feldration. Haust hier rein, alles klar. Und vielleicht so ein Proteinriegel. Ich glaube, der ist eher für Energie, ne? Ansonsten haben wir hier noch so Ramennudeln. Okay. Ich glaube, hiermit und mit einem Lappen können wir uns einen Molly bauen. Zack. Sehr schön. Das ist immer noch gleich. So, Kelvin, komm. Wir gehen weiter. Ich speichere nochmal. Zack, zack, ja, speichern, ne? Und wir müssen genau
So, du folgst mir jetzt, okay? Mhm, okay. Also, wir müssen in diese Richtung. Oh, hier ist auch eine tolle Blume. Nehmen wir einfach mit. Igelkraftwurzel. Da können wir bestimmt Medikamente mitbauen oder so. Ich sammle erstmal. Sind hier auch Wege oder so? Sieht zumindest so aus. Auf der Karte. Reinzoomen. Hier so weiter links. Haben wir jetzt einen Weg? Da ist ein Weg. Da ist wirklich ein Weg. Sehr gut organisiert hier die. Was war's? Okay. Der Typ ist geil. Ganz schön windig heute. Also einfach hier den Weg entlang. Und dann geradeaus weiter. Noch sind wir auf keine Ureinwohner gestoßen. Das könnte sich aber schnell ändern. Und rumsprechen. Habe ich hier irgendwo die Axt? Auf Quickslot? Wahrscheinlich nicht. Boah. Es piepst. Hinten sind noch Blümchen. Wahrscheinlich, weil wir in der Nähe sind, ne? Okay, wir sind gleich da. Ein Grab? Warum ist hier ein Grab? Scheiße, sie sind da. Zurück zum Weg, Kevin. Wir sind hier nicht sicher. Oh, Pilze. Nehme ich mal mit. Süß! Das sind Fliegenpilze, oder? Essen. Also mir ist nicht klar, was wir bei dem Grab machen sollen. Ah. Oh.
Wir können hier schon mal nochmal speichern. Oh, neuen Spielstand. Auf jeden Fall noch eine Mahlzeit. Ich weiß aber nicht, ob die Ureinwohner in der Nähe sind. Campingkocher? Ah, den können wir nicht benutzen. Das war nur der Stein daneben. Okay. Da müsste es doch jetzt eigentlich auch mal Waffen geben hier, ne? Ich wollte doch hier über speichern. Ja, alles klar. Oh, okay. Was ist das hier? Ach, einfach Wasser. Okay, können wir auch nochmal. Können wir auch nochmal trinken. Schaden kann es nicht, aber wir müssen auch was essen zwischendurch. Gehen wir mal den Weg weiter. Okay, warte mal. Also wenn wir da noch nicht gucken können, dann können wir vielleicht an diese Punkte gehen. Dann wäre das jetzt so meine nächste Idee. Vielleicht finden wir da unsere... Was hast du da? Ah, er ist Bären. Vielleicht finden wir in diesem Punkt einen anderen Hinweis oder so. Ja, an diesem grünen Punkt. Vielleicht finden wir da unsere Kameraden oder sowas. Wäre jetzt so meine Idee. Ist das ein Huhn? Ja, die Animation könnte ein bisschen kürzer sein. Ich kann nicht mehr mitnehmen, aber die kann ich zumindest essen. Immer mal wieder vorbei snacken. Bambi lasse ich erstmal in Ruhe. Es sind so viele Rehe. Ist richtig was los hier. Die sind überhaupt nicht scheu. Die verfolgen mich sogar. Ach, das ist so ein Squirrel. Ja, ja. Schrei ruhig. Okay, da ist ein Ureinwohnerdorf. Da sollten wir nicht hingehen. Das sollten wir im großen Bogen vielleicht umgehen. Weil ich glaube nicht, dass wir die besiegen können. Die rennen hier überall rum. Pass auf, wir schleichen uns einfach mal hier außen rum. Ich hoffe, dass wir nicht erwischt werden. Ist ja eh eher so da. Das sind Blaubeeren. Ich muss mal eben... Nein, sind... Oder doch. Eine rein vegetarische Diät hier. Ich ziehe mir gleich noch so ein Fertigessen rein. Okay, weiter in die Richtung. Mal gucken. Hier hat aber auch irgendein Sturm gewütet. Hier ist wieder ein Weg, das führt aber auch nur zu dem Dingsbumsdorf. Okay, wir kommen näher ran. Ich hoffe, wir haben es großflächig jetzt umgangen. Da sind noch welche von diesen gelben Dingern. Okay, jetzt müssten wir eigentlich direkt darauf zugehen. Ist so cool, wie der Typ auch diese Blaubeeren isst. Heidelbeeren. Bewegt sich das Ding? Da bin ich so vom Kurs abgekommen.
Oder ist es einfach im Dschungel? Im Dingens. Im Ureinwohnerdorf. Okay, eine Höhle. Au. Das gefällt mir ja gar nicht. Oh, die können auf Bäume klettern. Greifen die einen an? Oder sind das Affen? Nee, das sind Ureinwohner, ne? Scheiße, da kann man nicht wirklich was mit machen. Okay, ich wollte eigentlich speichern. Vielleicht gehen die ja wieder, wenn wir gehen. Oh. Was soll ich tun? Oh, alter Schwede. Ich muss mich mal hier heilen, warte mal. Boah, die vertragen aber ganz schön was, ne? Verpisst er sich? Komm, wir gehen jetzt in die Höhle, ey. Ich weiß, Höhlen bedeuten nichts Gutes. Aber wir gehen da jetzt rein. Kommt Calvin denn mit? Vielleicht wäre hier eine Fackel besser, hä? Lass mal sehen. Voll. Okay. Kann ich nur eine Fackel? Ah, okay. Warte mal. Fackel ist aber eindeutig nicht so hell wie das Feuerzeug. Oh fuck, Alter. Okay. Ob das so schlau war? Oh, ist cool mit dem Wasser hier. Ha? Oh, da ist was. Food and drink? Was? Was? Ist das ein Bunker oder was? Was?
Kann ich das essen? Speckstück. Oh, okay. Da ist eine Banane, die will ich essen. Oh, Ramen, komm, essen wir mal alle hier. Wir sind so hungrig. Pfeile. Was haben wir hier? Das wird vielleicht... Warte mal, vergrößern. So, you might find this interesting. Findest du das vielleicht interessant? Hector Lita. Hector Lita. Ein Julien Jusang. A theory might find this interesting. We're calling it Artifact 1. Also wir nennen es Artifact 1. Ist vielleicht, hat eine vielleicht Verbindung zu dem Würfel, den du gefunden hast. Ach, der gute alte E-Mail-Ausdrucker. Okay, können wir das jetzt... Food for tonight's event only. Nur für heute Abend. Warum ist hier denn ein Bunker in dieser unterirdischen Anlage? Was haben wir hier noch? Eine Auster. Okay, auch schön. Ich nehme erstmal alles mit. Okay, da kommen wir nicht rein. Ah, wie geil. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt einige von diesen Pfeilen hier. Wie es scheint, aber noch keinen Bogen davon. Vielleicht finden wir den ja hier irgendwo. Kühlkammer. Und einige Leichen, die hier aufgehangen wurden. Also durchkloppen. Ich glaube, mehr als Essen gibt es hier auch nicht. Okay. Dann sind das nur so Bunkerzugänge. Also wir müssen wahrscheinlich mehr hier finden. Eine Zugangskarte. Und mehr scheint es dann hier auch nicht zu geben. In dieser Höhle. Ja, wenigstens etwas. Nicht weiter. Naja, es ist alles, was es hier in dieser Höhle gibt.